America First war Donald Trump schon immer wichtig und erreichen möchte er das unter anderem mit seinen Strafzöllen, mit seiner Handelspolitik. Und deswegen jetzt eben die Frage an Sandra Navidi. Werden denn diese Zölle tatsächlich hilfreich sein für die US-Wirtschaft? Nein, dieser Schuss wird eher nach hinten losgehen, denn die betroffenen Nationen werden zu Gegenmaßnahmen ausholen. Damit werden hier auch in den USA Waren teurer werden, Arbeitsplätze werden verloren gehen. Mal ganz abgesehen davon von komplexen, unbeabsichtigten Folgen, die das auslösen wird. Donald Trump möchte mit diesen Zöllen ja vor allem eben der US-Wirtschaft helfen, den Unternehmen hier. Wie reagieren Unternehmer denn auf diese Idee? Was halten Sie davon? Sie sind durch die Bank weg dagegen. Auch die Unternehmensverbände haben sich dazu jetzt öffentlich explizit geäußert. Sie gehen von Jobverlusten aus, von über 2,5 Millionen Arbeitsplätzen. Und sie sagen, es ist eine Bedrohung eben für das Wirtschaftswachstum an sich, für die Sicherheit, für das Jobwachstum, für Kapitalflüsse, die in das Land kommen. Also insofern unter dem Strich sehr negativ. Aber warum ist denn dann die Zustimmung für Trump immer noch so groß? Weil die hauptsächlich geprägt ist, also die an Donald Trump glauben wollen in diesem postfaktischen Zeitalter, die tun das weiterhin. Und man muss sehen, dass die Maßnahmen, die angekündigt sind, machen sehr positive Schlagzeilen. Die negativen Konsequenzen werden aber einige Zeit dauern, bis sie sich manifestieren werden. Und sie werden auch zum Teil verdeckt durch die Steuervorteile, die gewährt worden sind. Aber auch da werden sich die Nachteile erst in Zukunft manifestieren, nämlich zum Beispiel durch ein radikal erhöhtes Defizit. Eigentlich das sollte die Sorge von Donald Trump sein, nicht das Handelsbilanzdefizit, denn die Steuervorteile gehen in die Taschen der sowieso schon Wohlhabenden. Das heißt, die werden nicht investiert, zum Beispiel in Infrastruktur oder Ausbildung. Wir sehen jetzt momentan tatsächlich wieder mal eine Rallye an den Märkten. Wieso funktionieren die Märkte so gut? Wieso performen sie momentan so gut? Die Märkte sind kein guter Indikator für die Wirtschaft oder die Solidität der Situation. Man hat ja auch gesehen, zum Beispiel vor den Platzen der Tech-Blase waren die Märkte auch sehr, sehr hoch. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass die Marktteilnehmer, die Investoren, das Risiko nicht einschätzen können. Donald Trump wirft seine Politik von heute auf morgen um. Ein Tweet und alles ist wieder ganz anders und die Administration ist zerstritten. Also es ist auch noch gar nicht ganz klar, welche Maßnahmen im Einzelnen wie ergriffen werden, zum Beispiel im Blick auf China oder auch auf die NAFTA-Nationen, nordamerikanischen. Sie haben jetzt über die Reaktionen gesprochen. Wie sollte jetzt die EU zum Beispiel am besten reagieren? Was sagen Sie? Ja, es ist eine Lose-Lose-Situation. Man hat eigentlich keine andere Wahl, als dagegen zu halten. Denn wenn man das nicht tut, dann fühlt Donald Trump sich bestärkt und macht gerade noch weiter so, wie er bisher das getan hat. Und außerdem ist das auch innenpolitisch in Europa schlecht zu verkaufen, wieso man sich darauf einlässt. Also insofern Gegendruck, weil Donald Trump wird sowieso schon, erfährt zu viel Bestätigung hier in den USA. Hier hält keiner dagegen, also muss wenigstens das Ausland dagegen halten. Danke, Sandra Navidi.